Amadeus, 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 oh, 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 Amadeus. Just play. Viacom, A-Moll. F Major 7. Lass sie vom Namen nicht abschrecken. Es ist wirklich ein einfacher Akkord. Also gleich wie die Anfängerversion von einem F. Mit drei Fingern, nur mit der leeren, dünnen E-Seite. Die ist ganz wichtig, da ist der Major Sound nämlich, also der Major 7. Die Septim. Dann G. Und als letzter D Sus 2. Genau, auch nur mit zwei Fingern gespielt. Vier Saiten mit der rechten Hand, ganz wichtig, vier Saiten. Sehr gut. That's it. Das ist es. Wirklich, mehr kommt da nicht dazu. Jupp. Wahnsinn, wie wenig es braucht für so einen Welthit. Und ich habe dir bewusst zuerst die Akkorde gezeigt, bevor ich dir das Intro zeige, weil die Akkorde sehr stark im Intro vertreten sind. Wirst du gleich sehen. Am Anfang haben wir 0 und 2. Das ist in einem A-Moll-Akkord, sind die beiden Töne auch drin. Also du kannst hier von Anfang an gleich ein A-Moll-Akkord greifen. Und es ist auch wurscht, wenn du nicht 0 und 2 nur spielst, sondern stattdessen auch einen ganzen A-Moll. Ist auch cool, du musst nicht. So ist es halt original. Aber praktischer ist es eben, wenn du den ganzen Akkord spielst. Vor allem, wenn du Blacktrum-Spieler bist, so wie ich. Dann. Jetzt brechen wir aus dem A-Moll. Kleiner Finger, B-Seite, dritter Bund. Dann. Kleiner Finger weg. Da liegt eh schon der Zeigefinger auf der 1. Und leere B-Seite. Nächster Takt. Simulieren wir ein F Major 7. Weil damit beginnen wir. Es ist unnötig, den so zu greifen, wenn so viel praktischer ist. Nimm auch bitte meinen Fingersatz immer. Es ist einfach einfacher, vor allem beim Umgreifen. Und wenn du da nicht so präzise sein möchtest mit der rechten Hand und nur die zwei Saiten eben am Anfang treffen möchtest, dann kannst du auch ruhig die B-Seite mitspielen. Das ist wurscht. Dann wieder kleiner Finger. Wenn möglich, immer als Top Note die Melodie, weil das Gehör erkennt nämlich den höchsten Ton eines Akkordes immer als Melodieton an. Und der ist wichtig in dem Fall, weil es ja eine Melodie ist. Dann F. So sollte es dann ungefähr auch klingen. Schauen wir uns die dritte und vierte Zeile noch an, dann spielen wir das Ganze zusammen. Also, in der dritten Zeile simulieren wir eben, was ein D ist, nur wir greifen ihn nicht so, weil wir dann zur 1 müssen, das ist nicht so praktisch. Also den D-Sus in dem Fall greifen wir mit dem Mittelfinger am A, auf der G-Seite am zweiten Bund. Und jetzt haben wir eben einen G-Akkord. Den würde ich dir empfehlen, so zu greifen, mit zwei Fingern. Also nicht so, weil da kommst du schwer hin sonst zum dem Melodieton später, sondern eher so mit zwei Fingern. Die A-Seite, wenn es geht, nur wenn es geht, wenn es nicht zu stressig ist, mit der Haut vom Ringfinger abdämpfen. Dass man es nicht hört. Wenn nicht, wird es halt der G9. Wurscht. Und letzter Ton, 2. Aber hier würde ich dir auch empfehlen, greif den A-Moll-Akkord. Das Ganze kannst du auch gerne zweimal spielen. Das ganze Intro, die ganzen vier Takte. Probieren wir es einmal zusammen, bisschen langsamer als das Original. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In diesem Song hast du zwei Schlagmuster. Du könntest auch eines haben, aber mit zwei ist es einfach, es klingt da einfach viel besser. Mir ist übrigens aufgefallen, dass knappe 7% meiner Zuschauer auch wirklich schon meinen Kanal abonniert haben. Also ich bitte dich, es kostet dich einen Mausklick und mir bringt es wahnsinnig viel. Danke fürs Abonnieren. Schauen wir uns die Schlagmuster an. Es sind zwei. Eines würde auch gehen, aber mit zwei klingt es einfach viel besser. Sie sind nicht sonderlich schwer. Eigentlich sind sie absolut nicht schwer. Bleiben wir von einmal und schauen uns die mal an. Ich spiele es dir vor, zähl es dir mit, steig ein, wenn du soweit bist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir hören das Tempo. 1, 2. Originaltempo. Sehr gut. Wir haben im Song jetzt noch ein paar unterstrichene Akkorde. D-Sus 2 und G zum Beispiel. Für die, da spielen wir zwei Akkorde pro Takt mit einem anderen Schlagmuster. Ganz was Einfaches. Runter, 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 rauf. Okay, das einmal pro Akkord. Probieren wir das einmal. Nur D und G. Nutze hier den Ringfinger als Ankerpunkt. Ankerpunkte sind eine fantastische Methode, um eben schneller Akkorde zu wechseln auf der Gitarre. Von einem D-Sus zu einem G. Der Ringfinger bleibt, wo er ist, den hebe ich nicht auf beim Akkordwechsel. Okay? Probieren wir das Ganze mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. Das Schwierige dabei ist jetzt, die Akkorde zu wechseln, indem wir das Schlagmuster anpassen. Also indem wir einmal das eine Schlagmuster spielen, dann eben kurz über die unterstrichenen Akkorde das andere und dann wieder zurückfinden in unser Originalschlagmuster. Das ist natürlich praktisch, wenn du dir das Originalschlagmuster, wenn du es richtig gut intus hast, sodass du es eben schnell herleiten kannst. Aber genug gequatscht. Probieren wir das Ganze mal. Das ganze Lied. Ich zähle es dir mit, ich singe auch ein bisschen mit, entschuldigt wie immer meinen Gesang, ich bin absolut kein Sänger, ich mache das nur aus pädagogischen Gründen. Also, Verse 1, 1, 2, 3, 4. Er war ein Punker und er lebt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Achtung, Akkordwechsel und Rhythmuswechsel. Und wieder zurück, jede rief, hier kommen Rocky Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war exaltiert, because er hatte Flair. Also, Chordwechsel und wieder zurück zum Originalmuster. Alles rief, hier kommen Rocky Amadeus, 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 Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Hey, ja, Amadeus, Amadeus. Bisschen schneller werden. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Yeah,
Super machst du das. Also, viel Spaß mit diesem Song. Mein Name ist Alessandro Miller. Wie gesagt, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke glockst. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Dabeisein. Cheers!